Gute Unterhaltung mit Motion Cooking wünscht Ihnen Seewinkler Sonnengemüse. Hallo und grüß euch zu einer neuen Folge Motion Cooking hier auf Schau.tv. Wir sind heute wieder im LGV Gärtnergeschäft in Wien in der Kettenbrückengasse und ich habe wieder Unterstützung mitgebracht, nämlich die Claudia Kern aus dem Seewinkel, Gemüsebäuerin, die uns einiges an gutem Gemüse mitgebracht hat. Und damit werden wir heute einen gefüllten Paprika machen. Ist gleich das mit dem, was wir anfangen werden. Besser gesagt, du musst damit anfangen, weil okay. Ich wir die Paradeissauce in der Zwischenzeit vorbereiten. Und ich mir gedacht, wir machen heute ein bisschen was anderes. Das ist nicht den klassischen gefüllten Paprika, sondern wir werden jetzt deine weißen und hellgrünen Paprika da hernehmen und so ein bisschen cremigere Füllung machen. Aus Ricotta, Topfen, ein bisschen Parmesan und ein paar andere gute Zutaten noch. Und das Ganze kommt dann in eine Paradeissauce. Und ich darf dich bitten, da gleich damit anzufangen, die zwei cremigen Sachen gleich mal zu vereinen. Und eine wichtige Zutat für später wird nachher noch eine ganz besondere Zutat sein, die du mitgebracht hast, nämlich der burgenländische Ingwer. Ja. Und ich hoffe, jeder weiß es schon, dass es den gibt, weil er ist extrem gut. Ich habe ihn sehr gern und sobald ihn im Supermarkt sehe, ist er bei mir im Einkaufswagen. Bleibt nicht. Und jetzt muss man gleich erzählen, wie bist du dazu gekommen, dass diese coole Zutat, die ich einfach sehr gern habe, endlich bei uns im Burgenland oder in Österreich verfügbar ist? Ja, naja, die Idee war eigentlich im Herbst 2017, einfach irgendwann mal im Burgenland oder im Seewinkel, weil das Klima scheinbar perfekt dafür ist, ja, einmal ausprobiert zu kultivieren. Und im Frühjahr 2018 haben wir dann den Anbauversuch gestartet, mhm, auf einer kleinen Fläche halt. Und im geschützten Anbau hat das ganz toll funktioniert. Und wir haben dann die erste Ernte Anfang Oktober 2018 gehabt und es war super dramatisch eigentlich. Also volles Interesse und alle total begeistert und der Geschmack und einfach auch das Aussehen ist ganz anders wie dem, was wir eigentlich vom Geschäft eigentlich kennen. Ne? Das passt super zusammen mit den Spitzpaprika. Du hast ja nicht nur einen Ingwer mitgebracht. Nein, ich habe heute noch einen weißen Spitzpaprika, mhm, und eben den klassischen grünen Paprika. Und prinzipiell haben wir einen gemischten Ackerbau eigentlich, mhm, wo wir Frühkartoffeln kultivieren. Und eben im geschützten Anbau haben wir eben die Paprika und Ingwerpflanzen. Gut, genau, die Kreidel kommen noch dazu und die Eier. Ich mache in der Zwischenzeit, während das da röstet, muss ich mich sagen, ich habe jetzt ein bisschen Luft, würde ich aus deinem Ingwer was Gutes machen. Mhm. Und zwar gibt es bei uns daheim eigentlich regelmäßig, vor allem im Sommer, aber auch im Winter. Ich finde, das im Ingwer kannst du eigentlich super dafür verwenden.
gut. Ich würde sagen, das lassen wir jetzt ziehen. Mhm. Da haben wir was zum Trinken, wenn wir essen. Perfekt. Hier, während du die Füllung da jetzt vorbereitest, gleich mal in Paprika herrichten. Mhm. Dann nehme ich einfach nur, schneiden wir den Deckel quasi ab. Und da kommt nachher unsere Füllung rein. Gefüllter Paprika steht bei euch oft im Speiseplan. Ja, aber nicht auf der Variante, sondern eher die klassische. Mhm. Also ich habe 3 Männer zu Hause und die brauchen viel Fleisch. Also machst du mit Reis und mit Fleisch oder wie machst du am liebsten? Ja, na, wir machen eigentlich eine klassische Fleischfülle mit Semmelwürfel drinnen und den Reis dann eigentlich so dazu. Mhm. Und halt Tomatensauce. Cool, das riecht schon gut. Okay. Mhm. Und das passt auch so gut. Und gar nicht viel Arbeit. Im Grunde ist es nur Olivenöl. Da die Paprika noch reinpassen. Hoffentlich. Das sind die Kräuterstiele, nehme ich dann meistens raus. Wir werden das jetzt, ich werde das jetzt genau so machen, dass es genau einpasst. Hoffentlich. Am Ende dann recht flexibel, weil das kann man dann auch super mit einem Nudelgericht kombinieren oder mit einem Reisgericht oder mit einem Risotto oder ganz einfach nur mit einem Gebäck. Mhm. Das passt alles super dazu. Ja. Und ich sehe, eigentlich sind wir schon fast fertig. Ja, Paprika sind auch fertig. Sehr gut. Wichtig, nicht vergessen, Ingwergewürz noch ein bisschen dazu. Gut, Paradeissauce ist einreduziert. Ich stülle jetzt gleich deine Paprika da. Ja. Jetzt hoffen wir, dass das nicht übergeht. Das schaut gut aus. Die Idee ist, dass das da jetzt alles sich selbst hält und du so gut bist und den anderen da noch einstößt. Ja, schau. Ah, ist schon geflogen. Geht sie perfekt aus, oder? Ja, super. So. Genau. Halt. Gut, ich mache es jetzt immer so. Ich gebe Deckel drauf und gibt es für ca. 20 Minuten in den Ofen. Ich finde es gut, wenn man am Schluss dann, oder die letzten 5 bis 10 Minuten, kann man dann immer so Parmesan drauf, weil ich finde, Parmesan kann man nicht nur drauf tun. Und das lassen wir uns im Ofen einfach mal dünsten und dann überbacken. Mhm. Und dann können wir hoffentlich schon essen. Gut, da kommt jetzt noch ein bisschen Parmesan drauf. So gut wär's, darf ich da den da stellen? Ja, ja, bitte schön. Dankeschön. Beide habe ich eh da. So. Müssen wir nur noch ein bisschen warten. Und dann können wir endlich essen. So. Gut, der Paprika ist fertig. Mhm. Schaut nicht nur gut aus, es riecht auch so. So, die Soße ist wieder ein bisschen mit eingekocht, der Käse ist geschmolzen, die Füllung ist ein bisschen gestockt, das passt so. Ich würde sagen, das richten wir jetzt an, ein bisschen noch garnieren und dann können wir endlich reinhauen.
Das schaut gut aus. Ganz fertig sind wir aber noch nicht. Wir haben ja unser Getränk noch vorbereitet. Und damit wir darauf anstoßen können. So. Das sind unseren Eistee, den wir vorbereitet haben. Gut, ich sage Prost und Dankeschön. Danke für die Einladung. Danke für die Unterstützung. Wir haben da jetzt eine und wir sehen uns bei der nächsten Sendung Motion Cooking auf Schau TV. Tschüss. Gute Unterhaltung mit Motion Cooking wünscht Ihnen Seewinkler Sonnengemüse.